Hochwürdigster Herr Bischof, lieber Alois, Herr Landeshauptmann, Frau Ministerin, geschätzte Ehrengäste, liebe Bäuerinnen und Bauern, vor allem aber lieber Stefan Bernkopp, vielen, vielen Dank für die Möglichkeit, wieder einmal bei einer Bauernbund-Wahlfahrt beim Höhepunkt, beim Abschluss der Wahlfahrt mit dabei sein zu dürfen. Und vielen Dank für die Möglichkeit, bei der 75. Wahlfahrt des Niederösterreichischen Bauernbunds hier in Mariazell mit dabei sein zu dürfen. Es ist mir nicht nur eine Ehre, sondern es ist wirklich schön, so viele wieder mal sehen zu dürfen, so viele wieder mal persönlich treffen zu dürfen. Und das ganz besonders bei einer Wahlfahrt in Mariazell, die immer die Möglichkeit bietet, innezuhalten und den Blick ein bisschen auf das Hier und Jetzt, die Vergangenheit und natürlich auch auf das, was noch vor uns liegt, zu richten. Und wenn ich den Blick auf den Niederösterreichischen Bauernbund richte, dann kann ich tief beeindruckt sagen, der Niederösterreichische Bauernbund ist eine Wertegemeinschaft, er ist gelebter Glaube, er wahrt Traditionen und so gibt der Niederösterreichische Bauernbund vielen Menschen Halt und er hat eine unglaubliche Kraft. Und wenn wir den Blick zurückrichten auf die Geschichte unseres Landes, dann zeigt sich sehr schnell, dass der Niederösterreichische Bauernbund stets eine wesentliche Rolle in dieser Geschichte unseres Landes gespielt hat. Als aktive Interessensvertretung der Bäuerinnen und Bauern, als tragende Säule der Volkspartei und natürlich auch prägend für die Republik, insbesondere wenn ich an Leopold Figl denke. Und ich glaube, es ist für uns alle eine große Ehre, dass seine Tochter Anneliese und sein Enkel Johannes heute hier sind und ich darf sie noch einmal ganz, ganz herzlich begrüßen. Bei all den Leistungen von Leopold Figl und vielen anderen Vertreterinnen und Vertretern des Bauernbundes gibt es natürlich nicht nur Grund, dankbar zurückzublicken, sondern all das löst auch eine große Verantwortung im Hier und Jetzt und auch in unserer Zukunft aus. Und ich glaube, der Niederösterreichische Bauernbund hat zuallererst eine große Verantwortung den Bäuerinnen und Bauern gegenüber. Und ich freue mich, hier einen Beitrag leisten zu dürfen, denn unser wunderschönes Österreich, und ich glaube, wir haben das alle beim Hermarschieren oder beim Herfahren, diejenigen, die nicht gegangen sind, wieder mal mit ansehen können, die Schönheit unseres Landes, aber auch die Versorgungssicherheit, all das gibt es nur dank der Bäuerinnen und Bauern. Und es hat mich sehr froh gemacht, dass diese Leistungen der Bäuerinnen und Bauern in der Corona-Zeit von vielen, die sie sonst nicht gesehen haben, gesehen worden sind, dass diese Leistungen auch geklatscht und bejubelt worden sind. Aber ich glaube, es ist umso wichtiger, dass diese Grundstimmung auch anhält und nicht nach dem Höhepunkt der Pandemie wieder in Vergessenheit gerät. Daher bin ich froh, dass es mit dem Bauernbund eine Institution gibt, die stets darauf aufmerksam macht, dass es absolut notwendig ist, dass bäuerliche Betriebe in Österreich auch betriebswirtschaftlich erfolgreich geführt werden können, dass Familienstrukturen aufrechterhalten werden und dass Menschen, die in der Landwirtschaft täglich hart arbeiten, auch genug zum Leben bleibt. Wir werden weiterhin auf europäischer Ebene alles tun, um ausreichend Mittel hier auch sicherzustellen und wir werden vor allem den Weg, den wir mit Georg Strasser und vielen anderen begonnen haben in den letzten Jahren, hier auch bäuerliche Einkommen zu stärken, weiter fortsetzen. Und ich darf das Versprechen abgeben, dass wir auch in der Steuerreform, an der wir gerade arbeiten, wieder einen Schritt machen wollen, dass bäuerlichen Familien mehr zum Leben bleibt für die harte Arbeit, die sie tagtäglich verrichten. Zum Zweiten hat der Bauernbund, haben wir alle, auch eine starke Verantwortung gegenüber dem ländlichen Raum. Es gibt einen Trend der Urbanisierung, mehr und mehr Menschen zieht es in die Städte und das lässt sich auch nicht aufhalten.
Aber gerade weil es diesen Trend gibt, muss umso intensiver daran gearbeitet werden, dass der ländliche Raum lebenswert bleibt. Ich bin froh, dass viele, die hier sind, intensiv eingefordert haben, dass es hier zu einer Stärkung kommt vom Bildungsbereich über die Gesundheitsversorgung bis hin zur Infrastruktur, die es im 21. Jahrhundert braucht, nämlich neben der Straße und der Schiene auch eine gute digitale Infrastruktur. Wir nehmen gerade 1,4 Milliarden Euro in die Hand, um diese Infrastruktur im digitalen Bereich auszubauen, neben dem, was im Bereich Straße und Schiene geschieht, um sicherzustellen, dass auch im 21. Jahrhundert und gerade auch für jüngere Menschen der ländliche Raum an Lebensqualität weiter gewinnt und nicht verliert. Und zum Dritten, neben der Notwendigkeit, sich für Bäuerinnen und Bauern und den ländlichen Raum einzusetzen, ist der Bauernbund vor allem eine Wertegemeinschaft. Eine Wertegemeinschaft, in der Grundwerte, die unser Land groß gemacht haben, wie Leistung, Eigenverantwortung, familiärer Zusammenhalt, Solidarität und ehrenamtliches Engagement, in dem Grundwerte wie diese hochgehalten werden. Und ich möchte heute ein großes Danke sagen dafür, dass im Bauernbund und insbesondere im Niederösterreichischen Bauernbund diese Grundwerte nicht nur hochgehalten, sondern vor allem auch gelebt und weitergegeben werden. Und ich darf Sie bitten, das auch weiterhin zu tun. Ich bin fest davon überzeugt, dass unsere Gesellschaft, dass unser Land dank dieser Grundwerte, die unser Land immer ausgemacht haben, stark ist. Und es lohnt sich, für diese Grundwerte weiter einzustehen und dafür zu kämpfen. Ganz persönlich darf ich zum Abschluss Danke sagen für die langjährige Verbundenheit, die ich mit dem Niederösterreichischen Bauernbund erleben darf. Ich bin früh von vielen, die aus dem Niederösterreichischen Bauernbund kommen, gefördert und unterstützt worden. Ich habe sehr viel Unterstützung stets erleben dürfen, in schönen Momenten, ganz besonders aber auch in schwierigeren Zeiten. Und insofern darf ich sehr dankbar sagen, ich bin auch ein Stück weit vom Niederösterreichischen Bauernbund geprägt worden und dafür bin ich dankbar und froh. Vielen Dank und noch eine schöne Zeit in Mariazell.